heißt, ich trage noch eine Maske, ich bin in Japan, man sieht, die Empfehlung, damit man mich sieht, also ich trage immer eine Maske, in Japan trägt man noch eine Maske hin, andere trägt auch eine Maske, und zwar mache ich heute das Smoothie aus Japan, ich bin gerade in Kamakura, ich war jetzt gerade noch in Kamakura Hachimangu Schrein, und ja, also ich höre ja immer morgens putzen, also ich bin Chiropraktikerin, Übersetzerin und Chiropraktikerin, und während ich also die Praxis eben morgens dann immer putze, höre ich dann immer auf ZDF oder auch ARD oder sehe, je nachdem, was man macht. Und da habe ich ja gehört, dass der Karl Lauterbach, also der Gesundheitsminister, eigentlich empfohlen hat, auch im Innenraum trotz Sommerwelle oder Sommerpause, Corona-Sommerpause, ja, die Zahlen gehen hoch, dass man vielleicht doch ein bisschen freiwillig die Maske tragen sollte. Jetzt, ich bin ja in Japan aufgewachsen, und in Japan war das ja seit jeher so gewesen, dass man Maske trägt, und ich habe immer, und seit Corona eigentlich vor Corona schon, und während der Corona-Zeit, die letzten 2,5 Jahre, hatten wir in Japan echt keinen Lockdown, und Maske wurde nie gesetzlich bestimmt. Und die Ansteckungszahlen sind auch nicht so hoch. Also man sagt, dass es auch daran liegt, dass das Gesundheitssystem in Japan nicht so gut ist, oder dass man nicht so gut versorgt war wie in Deutschland anscheinend. Ist ja egal. Auf jeden Fall, ich drehe jetzt das Smoothie. Empfehlung für Maskentragen im Innenraum. Oder ja, ich stimme für Karl Lauterbach, weil ich in letzter Zeit auch viele Fernsehberichte bei Long Covid, also Covid-Nachwirkungen oder ja, Long-Covid, das ist ja eine furchtbare Nachkrankheit und Nachwirkung von Corona. Dass man eine Ermüdigung hat, dass man wirklich nicht bewegen kann, dass man Schmerzen hat, und dass ja anscheinend die Omikron-Variante sehr viel mehr auch Nachwirkungen, Long-Covid, Erscheinungen hervorbringen als die Delta-Variante, also zumindest in Japan ist es so. Man weiß ja nicht, also ich weiß es ja nicht. Ich bin schon 3-mal geimpft, ich bin kein Impfgegner, und eigentlich, ich trage auch keine Maske. Ich kann mit Trump mithalten, ich kann mit jedem Maskengegner mithalten, aber ich bin viele Recherche dazu selber zu kommen, dass die Maske einfach das Ding, was echt total nervig ist, dass das sozusagen schützend ist, dass es mich schützt. Und falls ich dann auch ohne Krankheitserscheinung Corona haben sollte, dass es auch die anderen schützt. Und vielleicht ist Karl Lauterbach gar nicht mal so falsch, wenn er das deutsche Volk oder die Deutschen dazu beredet. Er ist ja professioneller, er ist ja Profimediziner, er weiß das ja als Virologe, oder er ist kein Virologe, aber er hat ja die Einsicht dazu, dass es gar nicht mehr so falsch sein könnte. Wir hatten in Japan keinen Lockdown, es ging irgendwie immer über die Runden, und das Wirtschaftsleben ging irgendwie immer weiter. Natürlich waren auch einige erkrankt, wir hatten 6-7 Wellen, aber immer wenn es hochging, ging es wieder runter, und es tragen immer noch viele Leute alle Maske, sieht man ja, und das kann ich also jedem empfehlen, vielleicht langsam, solange es keine Medizin gibt, solange man nicht weiß, warum Long-Covid erscheint, solange es einfach die Gefahr besteht, dass man jemanden anstecken kann, dass man vielleicht doch die Maske im Innenraum oder wenn man zusammensitzt, vielleicht trägt. In Japan haben wir jetzt im Sommer 35 Grad, 36 Grad, und es wird jetzt empfohlen, wenigstens wenn man draußen ist, wenn man nicht zusammen ist, dass man die Maske absetzt. Also um mich herum ist jetzt keiner, deshalb habe ich die Maske abgesetzt, ansonsten trage ich die Maske. Ich habe auch eben im Hachimangu-Schrein die Maske getragen. Ich hasse Masken, ich finde das furchtbar, und ich bin kein Freund davon. Ich verstehe das nicht, dass die Leute das dann freiwillig, in Japan ist das wieder ein bisschen oder sehr zu viel, aber ich war jetzt die 2,5 Jahre jetzt hier in Japan gewesen, Corona. Ich bin froh, dass wir keinen Lockdown hatten. Ich bin froh, dass es noch ohne auch Gesetz, dass jeder eine Maske trägt, und vielleicht sich nicht zu überlegen, aber
ja, in Deutschland, dass es vielleicht ein Anregen wird. Ich werde wahrscheinlich ganz viele Daumen runter, Like, Comments haben. Ich habe kein, das Kommentarfensterchen habe ich geschlossen, von dem her bin ich irgendwie nicht dazu motiviert, andere Leute irgendwie anzuregen, aber, oder aufzuregen, sondern einfach, das ist jetzt meine Meinung und wenn das jemand abstößt, dann ist es ja auch gut, aber wenn jetzt jemand vielleicht dazu kommen würde, sich das zu überlegen, dass der Lauterbach vielleicht doch nicht falsch ist, denn die haben noch keine Medizin, die können dankbar sein, also, weiß nicht, ja, Impfung hin und her, es gibt viele Gegner, ich bin auch nicht so Freund davon und Freundin, aber einfach, um sich und andere zu schützen, ist das gemacht, ja, ich bin nicht so Impffreund, kein Gegner, aber, ja, aber wie gesagt, dass man sich doch noch schützen sollte, Corona ist noch nicht vorbei und die Herbstwende wird kommen und lieber jetzt schon anfangen und sich selber und andere vielleicht dann noch schützen, wenn man zusammenkommt. Das, ja, ich wollte eine Stimme für Herrn Lauterbach, dass er nicht so falsch ist. Viele Grüße aus Japan und ja, ich gehe jetzt nach Mittagspause, ich gehe jetzt nach Hause, nach Sushi, das ist jetzt eine Station entfernt, mit Maske in der Bahn, total heiß. Sonst habe ich mein Handtuch um den Hals und wische das dann immer wieder ab, mein Schweiß, und wische dann immer wieder Maske ab, wische dann meinen Schweiß ab und dann geht's weiter, aber ist egal. Auf jeden Fall, Karl Lauterbach ist ein Profi, ist nicht falsch, Maske ist einfach, die Japaner machen das schon seit 100 Jahren, seit der spanischen Grippe, dass sie angefangen haben, sich zu schützen, andere zu schützen und ich denke, Freiheit ist auch wichtig, aber Verantwortung gegenüber anderen Leute ist doch auch wichtig. Und Omikron, Corona wird vorübergehen und dann wird auch die Zeit kommen, wo man keine Masken mehr braucht, aber vielleicht, um sich um die anderen zu schützen. Ich bin für Maske und